Ja! Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Bitte schön. Jojo, was geht? Willkommen auf diesem Kanal von Mach mal mit Obi. Ich habe heute mein zweites DIY-Date. Ich weiß also noch nicht, mit wem ich mich treffe. Hi Leute, ich bin Emi. Ich habe heute mein zweites Blind-Date. Ich hatte ja schon mal eins, und zwar mit der lieben Lina. Und ich muss sagen, es war ziemlich erfolgreich. Am meisten freue ich mich wieder, irgendwas über Werkzeug zu lernen, weil ich bin eine Katastrophe im Handwerk. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass irgendwas explodiert, ich irgendwas explodieren lasse. Ich hoffe, das harmoniert gut, weil ihr kennt es, wenn wir in der Schule sitzen und dann einen Partner zugeteilt bekommen und das eine absolute Katastrophe wird. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch mal so eine Situation hattet, dass ihr nicht bis mit wem ihr euch trefft, so ein Blind Date oder so, aber ich muss sagen, dann fühle ich mich nicht so alleine. Wenn ich mir eine Person wünschen könnte, mit der ich hier bin, wäre es einer von meiner Gang aus München, also entweder Emil, Melissa oder Karim. Leute, die ich gar nicht treffen will, Selena Gomez, Miley Cyrus, ah, und Selena Gomez. Ich werde schon ganz himmelig, ich bin voll aufgeregt. Geht's jetzt los? Oh oh. Jetzt sehe ich aus wie Chiagu. Okay. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht in den Schrank gesperrt. Okay, wann geht's los? Ich bin ready. Oh, okay. Soll ich sie schon aufsetzen? Oh. Oh, okay. Ja! Ja! Kein Blind Date, weil wir uns kennen! Wir lieben uns! Er sagt doch, dass du in Köln bist. Ja, sag du doch, dass Alter, du in Köln bist. Wow. Wir hätten sogar denselben Zug nehmen. Wir hätten halt wirklich zusammenfahren können. Wir wohnen beide in München. Ja, wir kennen uns schon. Aus München. Aus München. Gang, Gang. Gang, Gang. Wir hatten schon mal ein Date, das ist jetzt unser zweites. Genau. Ach, das sollte ich gar nicht sagen. Oh. Also ich glaube, das wird heute echt ganz schlimm. Boah, ich habe Angst, wenn du eine Säge in der Hand hast. Aber wie bist du handwerklich? Ja, ich würde sagen, so eine 3 von 10, aber du bist eine minus 3 von 10. Ja, ich weiß. Aber immerhin ist es schon mal besser. Ja, zusammen sind wir auf 0 von 10. Auf jeden Fall basteln wir wieder was. Ich bin hyped. Und wir schauen uns, glaube ich, einfach mal bei diesem Brief hier an. Surprise! Lieber Emil, liebe Shirley, welcome back. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Bevor ihr einfach loslegt, heute gibt's von mir eine kreative Aufgabe. Erschafft ein fantasievolles Objekt aus diesem Klassiker für euch. Wie macht man daraus ein absolutes Wunschobjekt? Baut uns eine bunte Fantasy-Schaukel, überrascht mich und gebt euch besser Mühe. Eure Arbeit wird von der Community beurteilt. Ab jetzt habt ihr 60 Minuten Zeit. 60? Ab, es geht schon los? Was ist das? Okay, also sieht aus wie ein Stuhl, obviously. Ist das ein Stuhl? Boah, der sieht aber langweilig aus. Ja, okay. Ja, was, wir haben jetzt 60 Minuten, leg mal los. Ja, ja, ich weiß es nicht, du musst mir Okay, helfen. Eine Schaukel, das heißt, wir dürfen den zersägen. Ja, oh. Was willst du zersägen? Ja, das ist doch keine Schaukel. Eine Schaukel musst du das doch wegsägen. Ach, der muss fliegen. Ach so. Warte, was benutzen wir? Komm, hilf mir. Ich Säge. Aber gibt's nicht irgendwas Schnelleres? Fang mal an. Geht das? Okay, aber ich darf nicht so sägen. Das ist nämlich nicht sicher. Deswegen spannen wir das hier mal genau, ein, immer oder? Anspannen. Was machen wir das? Wie machen wir das jetzt am besten? Hey, du weißt es auch nicht, Mann. Ich hab nie gesagt, dass ich das weiß. Mann. Ich hab gesagt, das wird chaotisch, wenn's entkommt. Ja. Vielleicht ist das besser. Ah! Hä, hey, aber macht das Sinn? Warum? Wir machen das jetzt fest und aber dann machen wir die Stuhlbeine weg. Oder hast du schon mal eine Schaukel mit Stuhlbeinen gesehen? Nope. Soll ich anfangen? Ja, fang an. Ist das eine Holzsäge? Ich weiß es nicht. Guck mal, ob es irgendwas Größeres gibt. Das ist voll klein. Aber es funktioniert. Das gibt's auch noch. Nee. Hey, gibt's nicht irgendwas Elektrisches? Guck mal, ob es irgendwas Elektrisches gibt oder so. Wie sieht eine elektrische Säge aus? Ja, elektrisch. Irgendwie, du bist keine Hilfe! Ja, du auch nicht. Und die Säge auch nicht. Hey, aber schau mal, es klappt eigentlich ganz gut. Ist das eine Säge? Ja. Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Bitte schön. Soll ich machen? Viel Spaß! Ja, zieh durch! Alter! Mach mal Stopp! Geh mal raus. Jetzt versuchen wir meine Hammertechnik. Oh Gott. Langsam. Oh, ja, weiter, weiter, weiter. Ja, noch ein bisschen. Oh, oh. Woo! Das machen wir jetzt noch dreimal. Oh Gott. Ah! Jawohl! Hey, wir sind fertig. Ja, sehr gut. Okay. Dann Zeitdruck, Emil. Wir müssen irgendwie... Schau, wir haben hier sogar Stift und Papier. Ich würde nämlich, wenn das der Stuhl ist, brauchen irgendwas, worauf das noch drauf ist.
das wir dann mit Seilen befestigen. Dann haben wir jetzt unsere Skizze. Und so machen wir das Ganze jetzt. Also wir haben jetzt ein Brett. Wir haben noch 45 Minuten, Chili. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr Energie, ja? Schau, wir müssen den Stuhl hier so dran machen, ne? So dann muss es hier drauf. Das heißt, und dann machen wir hier einfach Schrauben dran. Ja. Okay, warte, dann machen wir mal eine Markierung. Ja. Da. Nee, warte, wo ist die 1? Siehst du die 1? Okay. Ich bin die 1. So, okay, 8. Wo ist die 4? Hier ist die Hälfte. Machen wir so einen Strich. So, let's go. Bring... Ein Zange. Ein Zange? Hey, aber warte, was machst du jetzt? Jetzt müssen wir ja befestigen. Also wir klemmen es jetzt ein und dann tun wir die Schaukel drauf und wir bohren von oben. Ja. Okay. Na, warte, was machst du eben hier? Nee, erst machen wir Löcher hier rein. Wie viele? Wie sicher wollen wir es machen? 4? Komm, dann machen wir... Nee, 2. Dann machen wir 5 draus, einfach mal Safety First, den wir irgendwie... Ja, die Schaukel ist für alle sicher, deswegen machen wir 5 Schrauben. Genau. Dafür brauchen wir 5 Löcher. So. Hey, Emil, du bist dran mit... Yes. Ich glaub, andere Richtung. Schau, du musst einmal drücken, dann baust du rein und wenn du rausgehen willst mit dem, drückst du wieder rein, dann geht's in die andere Richtung. Boah, die Leute werden halt jetzt kommentieren, wie dumm kann ein Mensch sein. Aber Leute, es tut mir leid, ich kann's halt nicht und ich stehe dazu. Seid ihr Team Shirley, so ich kann's bisschen und ja, bin eine Tomate? Oder seid ihr Team Emir und ihr könnt's nicht? Schreibt's rein. Okay, wir haben Zeitdruck. Okay. Wir haben nur noch 30 Minuten, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Okay, so. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, wie wir das abgemessen haben. Irgendwie, glaube ich, geht das hier voll dran vorbei. Was ist schief gelaufen? Ich glaube, weil wir so Zeitdruck haben, ist es ein bisschen schief. Egal, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ja, das hat gut funktioniert. Locker. Das ist fest? Ja, das ist fest. Schon fest. Sehr gut. Meinst du, das ist nicht das richtige Loch? Meinst du, das passt? Ich glaube nicht. Okay, wir finden es heraus. Nee, das wird nicht. Das ist komplett außen. Was denkt ihr? Drin. Echt? Nee. Nein? Nope. Emir hatte recht. Ich hol sie jetzt wieder raus. Okay, Emir. Hier, komm, ich. Boah, die ist jetzt heiß. So wie ich. Ding. Wenn ihr wissen wollt, wie die Schrauben rein oder rausgehen, dann könnt ihr euch das so merken. Lefty loosey, righty tighty. Also nach rechts wird fester, nach links wird nicht fest. Okay. Okay, wir müssen uns beeilen. Emil, mach mal hier Ordnung. Das sieht ja chaotisch aus. Und das Werkzeug und das... Ach so, okay, warte, ich mach... Okay, tschüss. So. Okay, was fehlt jetzt noch, Shirley? Gib uns mal ein Update. Also, ich würde sagen, dass wir hier jetzt so die Schwämme drauf machen mit Heißklebepistole. Oh, das erinnert mich voll an SpongeBob. Ja, und dann kann man da voll bequem sitzen. Okay, das heißt, warte, wir tun die jetzt so drauf. Mhm. Nee, die fallen dann wahrscheinlich ab. Ja, aber ab, lass die jetzt zerschneiden. Aber es ist voll die gute Idee. Ich muss sagen, ich wäre nicht drauf gekommen. Aber dürfen wir das überhaupt? Opala. Ja, wir haben auch den Stuhl zersägt. Jetzt zu fragen, was wir dürfen, ist ein bisschen spät. So, und jetzt geht's ans den spannenden Part, und zwar ans Dekorieren. Perfekt. Ich würde einfach mal so für außen das hier dran machen. Aber und warte, dann da drauf. Erzählen wir erstmal unsere Idee. Was ist unsere Vision? Also wir wollen irgendwas so im Himmel, so Wolken, Meerjungfrauen, aber dann passt das ein paar Tomaten. Ich glaube, es passt. Komm, kleben wir es drauf. Sollen wir es tackern? Ja. Hey, das ist fest. Wow, darf ich auch eine Seite machen? Das sieht irgendwie so cool aus. Hast du einen Garten? Nee, leider nicht. Ich habe nicht mal einen Balkon. Achso, ich war ja bei dir. Fehlt dir ein Balkon oder bist du so happy? Ich hatte bei meiner alten Wohnung einen Balkon und den habe ich so selten benutzt, dass ich jetzt einfach drauf verzichtet habe. Ich finde, Balkon irgendwie ist nicht das Wahre, aber ein Garten ist geil. Habt ihr eine Schaukel im Garten? Nee, aber meine Cousine hatte eine und ich fand das immer so cool, so eine Kinderschaukel. Und ich habe da auch mit 15 noch geschaukelt. Kannst du diese Schiffschaukeln? Diese Schiffe, die nach oben und unten, da wird so. Mir so schlecht. Hey, ich kann fand das nicht. So toll auf der Kirmes. Boah, nee, ich kann das gar nicht. Nee, ich liebe es. Es gibt so viele verschiedene Schaukeln. Schreibt mal eine Art in die Kommentare. Dann haben wir hier noch sowas. Ach, stopp, wir wollten doch... Ah, fangen wir damit an. Das, okay. Das war doch deine Idee. Okay, wir kleben 1, 2... Ah, damit es aussieht wie so ein Thron, so ganz lange, weißt du? Wie so unter Wasser, weißt du? Aber das ist zu groß, wir müssen schon ein bisschen was abschneiden. Ist wohin? So? Ja, okay. Komm, wir machen jetzt wirklich Turbo-Modus. Shirley, let's go. So. Ich schneide das nächste und du hältst es fest. Weil wir machen es schon im... Emil, das war richtig scheiße dran gemacht. Da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Kleber. Ja. Okay, du drückst es an, ja? Ich mache schon mal okay. Das nächste bereit. Okay, was machen wir jetzt nächstes? Ich bin super überfordert. Ich weiß es nicht. Bring alles, was wir haben an Meerjungfrauensachen. Okay. Wir kleben einfach alles drauf. Ich habe ein Kostüm für dich. Oh.
Aber ich muss sagen, ich glaube, ich würde gut drin aussehen. Oh Mann, ich will das eigentlich gar nicht für den Stuhl benutzen. Das passiert viel besser. Soll ich es übertragen oder sollen wir es kleben? Und schau, jetzt ist die nächste Idee. Was ist, wenn wir einfach so... Oh mein Gott, wie gut sieht das aus? Das ist jetzt genauso fest, ich klebe es an. Halt's wollen wir es nicht tackern? Ah, dann tacker sie fest. Nee, das hält gar nicht. Ja. Komm, warte, halt du es so fest. Wir haben nur noch, wir haben noch 8 Minuten. Okay, stehen. Ich halte es fest. Wir machen halt's jetzt Emils Taktik, weil meine nicht funktioniert. Wir machen jetzt meine Taktik. Okay, warte, das kann man ja hier hinten erstmal festmachen. Aber, okay, dann mache ich hier schon mal den Kleber. Okay, soll ich es jetzt auch einfach unten kleben? Ich klebe einfach, ja, ne? Ja, kleb einfach. Wenn man nicht mehr weiter weiß, ist die Lösung immer kleben. Ich mache hier eine Tomate. Haben wir einen Stift? Eine Tomate? Ja, das Ding ist, schaut mal, das ist so eine geile Mailing-Front-Ding. Und sie ist jetzt ein bisschen traurig, weil es ist keine Tomate dabei. Ja. Hey, Leute, ihr versteht nicht, wie geil das von vorne aussieht. Ihr dürft es noch nicht von vorne sehen, aber was ich hier sehe, ist wirklich atemberaubend. 5 Minuten noch, Shirley. Ich beeil mich! So, Leute, jetzt kommt die Watte. Und da habe ich mir überlegt, da wir jetzt keine Zeit haben, es anzumalen, nehme ich jetzt einfach die Watte, die hier überall rumfliegt, und die klebe ich jetzt einfach hier drauf. Und dann sieht es aus wie Unterwasserwolken. So, und ich mache hier meine Tomaten. Weil vorne ist schon alles voll mit Meerjungfrauen. Ach, die Arme. Muss sie ihre Tomaten hinten kleben, was keiner sieht? Ja, wenn jemand auf deiner Meerjungfrau sitzt, dann sieht man es auch nicht mehr, Emir. Oh mein Gott, Emir, wir haben das Wichtigste vergessen. Das ist eine Schaukel. Wo sind die Seile? Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Seil hier. Wo ist der Anfang und das Ende von diesem Seil? Chili, wir haben noch eine Minute. Ich mache keine Witze. Oh mein Gott. Ja, ich beeile mich. Was soll ich machen? Ich mache kurz Knoten in die Schaukel. Ah, wir haben keine Zeit mehr, Emir. Okay, beeil dich. Warte. Nein, ich muss die Wolken noch kleben. Nein. Ich muss die Wolken noch... Oh nein. Nein, es ist vorbei. Okay, wir sind jetzt fertig und deswegen präsentieren wir das Ganze schön. Wir passen natürlich aufs Kleid auf. So, schön platziert. Uff. Also wir haben Wolken, wir haben einen Thron, Meerjungfrau, hinten sind Tomaten. Aber ganz klein. Details. Es ist bequem und jetzt müssen wir das nur noch aufhängen. Ja, und das machen wir nicht wir, weil sonst wird das nichts. Danke, Obi Biber. Dankeschön. Okay, der Obi Biber hat das richtig gut aufgehangen. Also ich muss sagen, aber ich sehe hier gerade, ein paar Wölkchen sind runtergefallen. Die mache ich mal schnell hier. Oh, es hat sogar geklappt. Okay, okay. Dann nach Ihnen. Nee, ich muss sagen, du darfst heute. Ich erlaub's dir. Komm, geh vor. Ah, warte, aber ich helfe dir, weil ich muss sagen, wir wissen nicht, ob es abfällt. Wir wissen, ob es sicher ist. Wie gesagt, ihr habt Glück, dass ihr nicht da seid. Seid ihr ready? 1, 2, langsam. 3. Oh, Daumen. Bist du drauf? Ja, okay, dann schub's mal an. Echt? Ja, schub's an und dann lass los. Boah, ich bin ehrlich, ich hab schon... Also wenn was passiert, ich bin nicht schuld. Oh mein Gott, mir wird direkt schlecht. Ich hab eine Wolke im Mund. Aber macht Spaß. Oh, jetzt will ich aber auch mal. Ist jetzt schon unfair. Ja, gerne, wenn du willst. Jetzt weißt du, warum ich mich so weit hintergelehnt habe. Hä, ist voll cool. Ich könnte theoretisch so einen Flip machen. Ja, aber ich finde es sehr bequem. Die Polsterung ist super und die Polsterung ist super. Ja. Aber das ist noch nicht ganz fertig, weil ein richtiger Künstler muss signieren. Und deswegen... Ein Moment. Tada! Ich nehme blau. Ich nehme blau, du nimmst grün. Was schreibst du drauf? Mein Name. Ach so. Okay, also ich mache auch meine Unterschrift. So, jetzt haben wir das Ganze signiert und jetzt ist noch die Frage, möchtest du noch mal ein DIY-Date mit mir und möchte ich eins mit ihm? Oh, 1, 2, 3! Ah, ja. Ja, ich auch. Toll. Ich muss sagen, ich dachte, du machst nö. Deswegen dachte ich, bin ich jetzt der Nette, weil ich dich die ganze Zeit so geroastet habe. Alleine, dass er den Gedanken hat, zeigt, wer die nette Person ist von uns beiden. So, das DIY-Date ist zu Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, lasst einen Kommentar da. Und hier sind noch weitere Videos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Woo!